Zum Schluss der Sendung möchten wir Ihnen noch von einem makaberen Missgeschick im Parlament erzählen, über das heute der Standard berichtet. Die SPÖ-Fraktion hat im Sozialausschuss um eine Trauerminute anlässlich des Todes des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Franz Vranitzky gebeten. Erst danach stellte sich heraus, Franz Vranitzky lebt und feierte erst vor kurzem seinen 85. Geburtstag. Abgeordnete und Ex-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossek war einem Fake-Account auf Twitter aufgesessen und entschuldigte sich. Hingegen ganz echt die Wetteraussichten von Manfred Bauer. Das Team der Zeit im Bild 2 sagt danke fürs Zusehen, auch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.